Hallo liebe Schüler, heute geht es um den Drachenviereck, um den Flächeninhalt von Drachenviereck und Raute. Und beide haben den gleichen Flächeninhalt, das werden wir nachher sehen. Denn die Raute ist eigentlich nur ein Spezialfall vom Drachenviereck. Nochmal zur Wiederholung, Drachenviereck, das hat eine Achsensymmetrie. Das heißt, dort wo in der Mitte die Diagonale durchgeht, dort ist es symmetrisch. Raute hat eine Spezialform, da sind dann alle vier Seiten gleich lang. Aber die Eigenschaften von einem Drachenviereck finden wir auch in der Raute. Das ist der einzige Unterschied. Wie wir den Flächeninhalt jetzt bestimmen, das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar betrachten wir im Drachenviereck zunächst einmal eines dieser beiden Dreiecke, die sich daraus ergibt. Das heißt, wir markieren jetzt in dem Fall das rechte Dreieck. Warum genau? Weil wir ja den Flächeninhalt von einem Dreieck schon bestimmen können. Ein Halb mal Grundlinie mal Höhe. Warum genau dieses Dreieck? Weil wir ein zweites Dreieck auf der anderen Seite dadurch haben, das genauso groß ist, das kongruent ist. Liegt eben daran, dass dieses Drachenviereck symmetrisch bezüglich dieser Diagonalen ist. So, und wenn wir zwei Dreiecke daraus machen können, reicht es doch, wenn wir eines berechnen und das Ganze mal zwei nehmen, dann kommen wir irgendwie auf den Flächeninhalt des Gesamtdrachenvierecks. Also berechnen wir mal doch den Flächeninhalt von diesem grünen Dreieck. Dreieck ABC ist ja grundsätzlich ein Halb mal Grundlinie mal Höhe. Schauen wir uns an, was die Grundlinie ist. Die Grundlinie ist F und die Höhe hier, die dazu passt, die ist, ja, E ist es nicht, aber ein Halb E. Denn wir haben doch hier eine Symmetrieachse. Das heißt, hier wird die Diagonale E halbiert. Das heißt, diese Höhe hier von B auf die Seite F, die muss ein Halb E sein. Das heißt, wir schreiben ein Halb vorne ab, schreiben statt Grundlinie F und statt Höhe ein Halb mal E. Schaut jetzt ein bisschen komisch aus, aber im Endeffekt ist genau das nur der Flächeninhalt eingesetzt. Das, was wir an Größen hier in dem Drachenviereck erkennen. Und wenn wir dieses zusammenfassen, erhalten wir ein Viertel mal E mal F. Ein Halb mal ein Halb kann man zusammenfassen und dann einfach nur alphabetisch sortiert. So, ein Dreieck hat also den Flächeninhalt von ein Viertel mal E mal F. Wenn ich jetzt beide Dreiecke zusammennehme, also das Ganze mal 2 rechne, dann komme ich auf den Flächeninhalt des Drachenvierecks. Also ein Halb, ein Viertel mal E mal F und das Ganze mal 2 ergibt einen Flächeninhalt von ein Halb mal E mal F. Und das ist tatsächlich der Gesamtflächeninhalt des Drachenvierecks. Über dieses Dreieck einfach mal 2. Und das ist tatsächlich auch die Formel. Ein Halb mal E mal F. So kann man das Drachenviereck bestimmen. Der Unterschied zu den anderen Formeln bisher, wir brauchen hier nur die Diagonalen. Und da die Raute ja ein Spezialfall des Drachenvierecks ist, gilt diese Formel hier natürlich genauso für die Raute. Das war's. Was haben wir heute gelernt? Wir wissen, dass wir über ein Dreieck auf das Drachenviereck kommen, nämlich indem wir das in zwei kongruente Dreiecke zerlegen. Aufpassen müssen wir, dürfen dieses Drachenviereck ja nicht in oben und unten Dreieck zerlegen, das wäre ungeschickt. Wir nehmen zwei kongruente Dreiecke, da müssen wir es am Schluss nur 2 mal 2 nehmen. Lernen, ein Halb mal E mal F, ein Halb mal die eine Diagonale mal die andere Diagonale, das ergibt den Flächeninhalt beim Drachenviereck und das ergibt auch den Flächeninhalt bei der Raute. Die Formel dazu findet ihr hier.